Hallihallo. Ich warte gerade auf Chris, dass er von der Uni wiederkommt. Es gibt nämlich 4 botanische Gärten in Townsville. Und der größte davon ist bei uns in der Nähe, der Anderson Garden. Und den wollen wir uns heute mal angucken. Das ist 25 Hektar groß. Und da dachten wir mal, schauen wir mal vorbei. Ich bin jetzt gerade zum ersten Mal in unserem eigenen Pool. Peggy hat den gestern sauber gemacht, während ich Unkraut gejätet habe. War ein ganz cooler Gartentag. Aber dadurch war jetzt der Pool ready to go. Und deswegen dachte ich jetzt, obwohl es noch ein ganz kleines bisschen frisch ist, springe ich einmal rein. Eucalyptus grandus. Hallo.
denke an meine Oma, ja? Eine Postkarte für Oma. Ereignisreichen Tag gestern, das ist heute mal so ein bisschen Gammeln angesagt. Wir sind auf unserer schönen Veranda und entspannen ein bisschen. Gestern waren wir ja die ganze Zeit unterwegs, das Reef HQ hat uns echt gut gefallen. Es war cool so zu hören, was sie auch für Arbeit leisten, da dieses Turtle Hospital, dass sie wirklich irgendwie Schildkröten, die zum Beispiel zu viel Plastik gefressen haben und dadurch fast sterben, wenn die gefunden werden, dass sie sich dann um die kümmern und die wieder aufpäppeln und dann wieder freilassen und so. Das war echt cool. Und generell diese riesigen Turtles zu sehen, das sind echt coole Wesen und die Haie natürlich. Also es hat echt Spaß gemacht. Und dann, ja, nachmittags noch am Strand gewesen mit ein paar Leuten und auf dem Markt und später haben wir noch ein Bierchen getrunken. Also war echt ein cooler Tag. Und morgen haben wir uns für eine Rockhopping-Tour angemeldet. Was auch immer das ist. Da stand, es geht auch, also dass auch Anfänger mitmachen können, dass das so eine ganz gute Einstiegstour ist. Ja, wir werden sehen. Einziger Nachteil, es geht um 7 Uhr los. Also wir gucken mal, wie das so wird morgen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen Schiss. Rockhopping hört sich ja dann doch ein bisschen abenteuerlich an, aber wir werden mal sehen. Wenn es für Anfänger ist, werden wir es schon irgendwie hinbekommen. You're too good.
What's inside the water that the frogs are dying? Nur noch schlafen. Es wird, glaube ich, ein sehr langes Video. Wir haben sehr viel gefilmt. Aber darum kümmere ich mich morgen. Gute Nacht.